Es ist der Donnerstag, der 17.03.2022 in der bewegten Zeit. Es ist 20:42 Uhr und dieses Video ist wie immer spontan und sehr direkt, also vorsichtig triggere. Mittlerweile haben wir doch schon einige Feinde gemacht, aber das sind jene Menschen, die was einfach nicht in der Selbstkorrektur noch stehen. Und heute rede ich über ein Thema, das was im Endeffekt grundsätzlich in aller Munde ist, aller Munde, über das Thema Drogen einmal wieder. Oh, da sagst du ja, illegale Drogen, Tabak, Alkohol, auch der Kühlschrank kann eine Droge sein, auch Kaufsucht kann eine Droge sein und so weiter und so fort. Um das geht es nicht. Generell sollte man nicht vergessen, Drogen sind ein gefährliches Terrain. Natürlich, die meisten Menschen denken natürlich jetzt an Heroin, Kokain, Nadeln, Spritzen und so weiter, aber denken sie zum Beispiel an einen Kühlschrank, an ein Bankkonto, an ein Auto, an ihre Ess- und Fressgewohnheiten, Sexsucht und wie immer. Es gibt gewisse Drogen, die sind Klischee und gewisse Drogen sind nicht Klischee. Und da sollte man mal unterscheiden. Aber grundsätzlich haben wir jetzt da mal einen Film angeschaut. Den habe ich verlinkt. Jetzt habe ich mir das Rutschel ein bisschen falsch gruselt. Und das zeigt eigentlich sehr klar und deutlich, wo das Ganze enden sollte. Und ich komme jetzt zurück einfach zu Jim Morrison. Jim Morrison war einfach ein Künstler, ein Poet, auch ein Sänger von der weltbekannten Musikgruppe The Doors. Ältere Generationen kennen das natürlich noch. The Doors, also Doors of Perception, da geht es um LSD, Pforten der Wahrnehmung. Und er hat hier im Memorandum hinterlassen: Reitet auf der Schlange, küsst die Schlange. Und wenn ihr Angst verspürt, dann wird sie euch fressen. Das ist genau das gleiche bei Drogen, bei allen Drogen. Also schaut euch den Film an. Er ist wirklich sehr authentisch. Und immer wieder warne ich davor, wer dieses Terrain betritt, der macht eine Tür auf, die was nur wenige betreten sollten. Darum ist es einfach in hohen Kulturen nicht nur eigentlich nur den Schamanen und Weisen und Druiden überlassen gewesen, weil sie einfach auch mit dieser Thematik umgehen können. Und ich habe es selber erlebt, mit 23 Jahren habe ich mal das Gleichgewicht verloren. Ich schlimmer Sünder, ich rauche jetzt eine Zigarette. Ja, steinigt mich dafür. Und das Heimtückische daran ist, dass wir einfach eine Drogensucht nicht als Drogensucht erkennen, weil wir einfach in Klischees verhaftet sind. Ich habe gestern einfach mit einem Ärzte-Ehepaar geredet. Hochinteressant, was die sagen. Also ich muss sagen, Hut ab. Und ihr wisst, wenn ihr jetzt meint, schreibt wirklich ein Buch, weil das, was ihr zu sagen habt, sollte nicht im stillen Kämmerlein unter den Scheffel gestellt werden, sondern es dient der Öffentlichkeit. Und wenn ihr einfach nicht den Mut habt, das verstehe ich natürlich durchaus, dann macht es anonym, aber gebt dieses Wissen preis, das ist so wichtig und so kostbar. Ja, gehen wir zurück zu dem Thema Drogen. Schaut euch den Film an, der Kühlschrank kann eine Droge sein, das Auto kann eine Droge sein, die Frau kann eine Droge sein, der Körper kann eine Droge sein. Wenn ich mir anschaue auf YouTube, diese Bühnen, diese Mädeln, wie sie sich ostoperieren, dazu gehört euch eine Frau, die was ich sehr schätze, und dann, wenn ich das Leben anschaue, dann ist die Waage so. Wenn ich Drogen konsumiere, ist es wichtig, einfach im Gleichgewicht zu bleiben. Und das ist die hohe Kunst. Waffen können auch Droge sein, Sir. Nur zur Information.
Fressen kann eine Droge sein, Bequemlichkeit kann eine Droge sein, alles, wenn es uns einfach aus dem Gleichgewicht bringt. Und die Kunst darum besteht, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten, aber auch nicht dann gleichzeitig die Bedürfnisse anderer Menschen missachten. Also hier geht es einfach um die Gratwanderung. Und in der ESO-Schwubbel-Szene ist oft so, Liebe, Liebe, folge mir mit Herzen und bla bla bla, dass man oft von der anderen Seite von Gaul gibt, dass man zu sehr in Selbstaufopferung, ist auch eine Droge, sich verliert und dann vergisst, auf sich selber zu schauen. Und nicht immer sonst sagt die Bibel, ihr wisst zwar, was ich von der Bibel halte, sehr vorsichtig zu betrachten, dieses Buch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und was du dich nicht selbst lieben kannst, das heißt, auch auf dich selber schauen, auf deine Bedürfnisse. Und es kann durchaus sein, dass manche Menschen einfach sich eine Nasel Koks ziehen müssen oder Sex ausleben müssen oder Alkohol oder Reichtum ist eine ganz gefährliche Droge. Das finde ich überhaupt die gefährlichste Droge überhaupt. Gefährlicher wie Heroin. Ich habe Heroin nie genommen. Ich habe öfter schon das Angebot gekriegt, aber ich weiß, diese Downer sind sehr gefährlich und wenn ihr zum Beispiel auch jetzt zum Arzt geht und ihr habt vielleicht Schlafstörungen oder Herzrasen oder andere Leiden, dann verschreibt euch gern ein Medikament namens Antidepressiva. Und schaut mal bitte in der Strukturformel nach, jedes Antidepressiva, was schlecht ist, hat einfach zum Beispiel ein Fluor oder ein Bromatom in der chemischen Verbindung. Über chemische Verbindungen habe ich auch geredet. Dann lasst die Finger davon. Benzolringe mit Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff kann der Körper gut verdauen. Auch in einem Maß und Ziel. Das betrifft genauso Lysergsäure, Diethylamid. Ich bin jetzt momentan nicht auf LSD, muss ich auch sagen. Dann passt es, aber auch es braucht einen Rahmen. Also es geht immer um das Thema Set und Setting, nicht umsonst. Versucht man hier das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das ist auch so ein heikles Thema. Ich kann nicht nur viel sagen, aber im Zweifelsfalle lasst die Finger vor die Drogen, sprich vom Materialismus, bei der Fresssucht. Man braucht nur in den Wohnungen oder in Häuser schauen, wie sehr die Droge Materialismus eigentlich hier Einzug gehalten hat. Es fällt nicht auf, es jeder macht. Und man schaut immer auf die schlimmen Drogen, Cannabis, ja, was weiß ich, wie immer, pipapo. Wichtig ist, wenn man dieses Terrain betritt, man muss im Gleichgewicht bleiben. Und das ist einfach die große Herausforderung, die was wir haben. Alle Menschen konsumieren Drogen. Die Legalen sind Materialismus, Sozialismus, Individualismus, Spiritualismus oder wie auch immer. Dann gibt es Illegale, die was der Staat einfach verboten hat, aber nicht umsonst, weil natürlich, wenn man jetzt denkt, zurückdenkt an die 68er Bewegung, wäre durch LSD einfach das ganze System gekippt. Damals ist das Pendel natürlich in eine extreme andere Richtung elongiert, was auch nicht gesund ist, aber hier ist es wirklich höchste Zeit, über dieses Thema einfach einmal ohne Tabus zu sprechen, ehrlich zu sich selber zu sein. Jeder Mensch braucht die Droge Sauerstoff, die Pflanzen brauchen die Droge Kohlendioxid, Wasser brauche ich gar nicht reden, Wasser ist einfach eine primäre Droge, was wir alle brauchen. Aber wichtig ist einfach das Geben und Nehmen, dass wir einfach im Fluss sind, dass wir uns selber beachten und beobachten.
Manche sagen, ja, nur diese halbsynthetischen und synthetischen Drogen sind gefährlich. Bullshit. Holzhose kann genauso gefährlich werden. Marihuana kann gefährlich werden. Jede Naturdroge kann auch gefährlich werden, wenn man einfach außen loskommt. Ja, und somit habe ich schon wieder viel geredet. Also, liebe Burschen, liebe Mädels, im Zweifelsfalle macht dieses Deal nicht auf, weil dieses Deal könnt ihr dann nicht mehr zumachen in eurem Leben. Und das ist genau das Gleiche. Die Geister, die ich rief, wenn ich beim Goethe bin, die bringt man dann relativ leicht, nicht mehr so leicht los. Besen, Besen seid's gewesen. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt euer Leben, auch mit eigenen Drogen, steht dazu. Aber achtet genau in eurem Umfeld, mit euch selber, horcht auf euren Körper. Der Körper ist das beste Zeugnis. Der Körper sagt relativ schnell, wenn ich was übertreibe oder untertreibe, der meldet sich, der sagt Bescheid, nehmt euch einen Körper wahr und handelt danach. Dann kann nichts passieren. Und somit schönen Tag.